ich saß gerade im Büro. Ich, Sebastian Linda, erstmal so, ja, warum schreibt er dir jetzt? Ja, wir haben vor, einen neuen Beast-Clip zu filmen, haben Bock, dass du dabei bist. Dann denkst du ja erstmal so, oh, fett, du hast die letzten drei Teile gesehen, denkst du, oh, geil, fett, ja, Mann, voll Bock. Was habt ihr vor, so, ja, wir haben Bock, auf Reisen zu gehen. Dann, oh, dann denkst du dort so, ja, yeah, geil, geil. Und dann, wo soll es denn hingehen? Ja, wie es bis jetzt aussieht, so nach Südostasien. Und dann sitzt du erstmal dort so, dieses zu realisieren erstmal so. Ich habe es, glaube ich, dreimal nachgelesen, so, okay, ans andere Ende der Welt, wo alles neu ist, wo noch keiner war, viel zu krass. Das ist Donna, mach dich weg. Donna! Warte mal, Donna. Hallo! Wir sind da, wo es kalt ist. Ich bin mega aufgeregt. Und wir wollen dahin, wo es warm ist. Keiner weiß. Weiß ich nie. Ja, keine Ahnung. Keiner ist vorbereitet, was passieren wird. Hoffentlich explodiert kein Vulkan. Jetzt links, glaube ich. Kuschelig. Ich hatte noch nie so mit dem. Und die Grip-Tape-Massage ist ganz nice. Ja. Ring, ring, ring. Film mal, film mal. Was machen wir jetzt, Alter? Und Richie, erzähl, was gerade passiert. Wir werden gepickt und abgezogen. Den Helm, drei Leute auf dem Roller. Scheiße. 50.000? Ja, ich habe ihnen gesagt, ich könnte sie ja bezahlen. Haben sie gesagt, nee. Ich so, was ist, wenn ich 50.000 hier aus Versehen liegen lasse? Ja, das wäre in Ordnung. Das geht wohl klar. Und ihr kriegt eine Verwarnung. Nee. Wir dürfen jetzt weiterfahren. Einer muss ein Taxi nehmen. Thank you.
Idee war, bringen wir doch mal uns als Skateboarder nach Indonesien und schauen mal, was passiert, wenn wir an Orten fahren, wo noch nie jemals ein Skateboarder gesehen worden ist. Ich war zwar schon da, aber ich wusste überhaupt nicht, ob man das skateboarden kann. Gerade der Gedanke hat gereizt, man geht wohin, wo man vielleicht überhaupt nicht skateboarden kann. Wo wir uns überlegen müssen, wie wir da irgendwas machen können. Wir sind morgens um 4 aufgestanden, waren halb 6 an diesem Vulkan, was halt das unglaublichste Panorama ist. Um irgendwelche bescheuerten Berge runterzufahren, was halt überhaupt nicht unsere Disziplin ist. Chris hat es einmal zerschossen, Tom hat es einmal zerschossen, David hat es zerschossen und Julius hat es zerschossen. Eigentlich hat es alle zerschossen. Es war einfach verrückt und Chris hat es irgendwie geschafft, sein Board zum Stehen zu kriegen. Tom wusste, okay, ich fahre jetzt hin. In den Graben. Und es war es auf jeden Fall wert. Wir waren in einem alten verlassenen Club auf dem Dach und auf dem Dach war einfach eine große 8er oder 9er Stufe mit diesem Gap to Rail. Und wann hast du die Möglichkeit, mal auf ein Haus drauf zu gehen und da oben ist ein Spot? Wenn du irgendwo hingehst und du hast so ein 0815 Rail, was es in jeder Stadt gibt, dann sagst du, alles klar, das kann ich auch morgen noch machen. Aber wenn du wirklich einen unverwechselbaren Spot hast, dann sagst du, das kann ich heute nur machen und dann bist du auch viel motivierter. Die sind total überwältigt, weil ich kann mir das halt selber gar nicht vorstellen, weil wenn du durch Europa fährst, jeder weiß, was ein Skateboard ist und viele befinden es einfach nur als störend. Aber hier ist es so, es gibt Leute, die haben noch nie ein Skateboard gesehen und sind total überwältigt, was man damit machen kann. Ich habe halt wieder erlebt, wie Menschen sein können, so wenn sie einfach auf neue Sachen stoßen. Also die erste Begegnung mit einem Skateboarder, da war ich glaube ich 6 Jahre alt. Ich war noch super klein und ich glaube, der sprang genauso hoch, wie ich groß war. Ich habe meinen Vater damals gefragt, wie das gehen soll, dass ich hochspringe. Ja, der meinte, die überwinden die Schwerkraft, weil das ich so nicht erklären könnte. Ich weiß gar nicht, 17.000 Kilometer oder so. Ich war vorher noch nie außerhalb von Europa. Also mich hat es echt komplett umgehauen. Also ich habe auch komplett mein Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag ist. Weil es einfach zu viel, zu krass, was man alles noch nie in seinem Leben gesehen hat. Meine Freundin hat ja einen Hund
Und ich denke mir, wenn ich als Gegensatz einen Affen hätte, mit dem ich Gassi gehe, wäre das mega geil. Das Gesicht, komm, gib her! Die Affen. Das war lustig, du warst der Beste. So. Also muss ich ehrlich sagen, mit deinem Geruch. Ich fand's herrlich. Hammer. Also das war genau das, was ich wollte. Mal mit Affen abhängen. Eier voll im Nacken. Mal mit Affen zu skaten, kann auch nicht viele sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es in Bali eine kleine Skateboard-Szene. Und ein Indoneser hat uns in seinen Garten eingeladen. Und was wir da gesehen haben, hat uns super überrascht. Ich habe ja schon einen Film auf Bali gedreht, das ist Mr. Elektro, das Rätsel des balinesischen Heilers. I discovered something that to me was the most amazing thing I've ever experienced in my life. I must help. I must, you know. Auf jeden Fall war dann die Idee, dass wir die ganzen Jungs mit zu Mr. Elektro nehmen und in seine Therapie gehen. Ich denke mal nicht, dass ich sowas noch mal kennenlernen werde oder erfahren werde. Konnte keiner so richtig glauben. Also Skateboarding, alles super, aber das war das Krasseste für mich. Oh Gott. Ich habe gedacht, alter Schwede, wie viel Energie hat dieser Mensch in seinem Körper? Was macht er mit mir gerade? Ja, mein Fuß ist eingeschlafen. Alter Schwede. Das weiß ich, das ist die. Okay. Oh mein Gott! Ich schau. Jetzt nochmal 10 da! Wie war's? Abgefahren. Wir haben uns erst alle nicht getraut, aber dann haben wir es alle gemacht und ja, es war mega schräg. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Und es ist einfach nur wie so ein Schwarz-Weiß-Fernseher, der flimmert. Du versuchst an irgendwas zu denken, aber es funktioniert nicht, weil einfach nur alles flackert. Ich weiß nie, wenn ich jetzt... Ich habe noch ein bisschen Rotze, aber vorher war halt meine Nase komplett dicht, so like that. Und also es ist echt, ich bin einfach nur geflasht. Das ist, glaube ich, mit die krasseste Erfahrung in meinem Leben.
Okay, tschüss. Oh, er macht schon wieder ein Video. 40. Too big? Okay, let's try this shoes here. Okay. You start like this, mm-hmm. and then you go around like this. Because then you have more stabilization. Like this. Oh. And then into the knees. Okay, shoulders. Yes. Ja, er ist geskatet und er kann einfach mal innerhalb von 5 Minuten mehr als jeder andere Mensch auf der Welt. Yes. Und jetzt mit dem zu chillen. Und ich habe gestern mit dem bis 4 Uhr früh einfach mal Sterne angeguckt und über Gott und die Welt geredet. Und das ist einfach, das war das Krasseste, diesen Menschen zu treffen. Und ich dachte dann so, okay, kleine Schwärmerei, gleich ist vorbei. Nee. Mr. Elektro wollte dann unbedingt mit uns mitkommen, egal wo wir hingehen und Skateboard fahren. Also wer in Deutschland, der bald 60 ist, würde sich auf ein Skateboard stellen und sich trauen, nochmal komplett Skateboarden anzufangen, ja? Das war so ein alter Zoo, der hat irgendwie nur ein Jahr bestanden und dann wurde er zugemacht, komplett verrammelt, alles abgeschottet. Wirklich nur noch Ruinen, der Dschungel hat sich das ganze Gelände so halb wiedergeholt. Und zusätzlich dazu war gleichzeitig an einem Tag irgendwie noch so eine Zeremonie, das heißt der gesamte Tempel und der gesamte Zoo war mit Leuten in so weißen Gewändern gefüllt. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, ich habe Gänsehaut bekommen. Geil, ist halt einfach Dschungel, so, das ist Nature. Thank you.
Wochentag oder heute ist Nappy-Tag, Nappy-Day. Ja, Tag weiß ich nicht. Sonntag. Gestern wurden die bösen Geister sozusagen aus der Stadt vertrieben. Warte, krieg's raus. Auf jeden Fall entspannen die Leute heute. Wir dürfen nur auf unserem Grundstück bleiben. Wenn wir es verlassen, gibt es irgendwie Patrouille sozusagen, die uns Strafe zahlen lässt in Form von Reis, wenn ich das verstanden habe. Montag ist ja Mittwoch, Freitag, Samstag. Montag oder Dienstag? Ja, deswegen muss heute jeder ganz still sein. Es darf kein Licht an sein, damit die bösen Geister Bali nicht mehr finden und die Stadt verschont wird. Montag. Da waren ja auf einmal 40 Kids am Spot und alle wollten skaten. Hab's gefreut wie die Könige. Und dann sind wir an so einer kleinen Gasse vorbeigefahren. Dann hat's irgendwie aus der Gasse so rausgerufen. Mister, Mister! Da lang gepusht und es kamen so ein paar Kinder mit dem Fahrrad an. Haben sich mega gefreut, weil ich geskatet bin und das ist so eine Art Wettrennen geworden. Das ist einfach das Geile, einfach, dass du so einen Skater hast wie ein Döbrich, der einfach noch so ein Kind ist und das Kind kommt einfach nach Bali, begeistert dann andere Kinder zu skaten. Ich weiß nicht, es war schön, wie die sich daran erfreut haben, mal auf so einem Ding zu stehen. Bird, wait, only one. One for you. One for you. Okay. You know what you do with this? Okay. Jump and fly. So not my friend. Yes. Come to me. Happy birthday. If today is your birthday. Yeah. You know why? Okay. You know why? Why? Listen. They read. From the bliss of the Sonata. Ah. It's yes. It's your first skateboard. It's yes. Your you are 45. Yeah. You are 45 years old. No, 50. 55 years. Oh, sorry. Old man, but the best. Yeah. He started skateboarding today. Is old man, but the best man. Thank you for everybody. You give me something, I'm very happy.
begegnest, der noch nie einem Skateboarder begegnet ist und mit so einer großen Offenheit darauf reagiert, dann weißt du ja eigentlich, was Skateboarding so an der Wurzel ist. Skateboarding ist etwas Fantastisches und etwas Fantasievolles für mich, weil das sieht man einfach, wenn Leute das erste Mal sehen, die glauben einfach, dass es Magie ist, dass man mit so einem Skateboard durch die Luft fliegen kann. Das hat in meiner Kindheit meine Fantasie schon sehr angeregt und jetzt war das Schöne, einfach diese Fantasie auch an andere Kinder wieder zurückzugeben. Und das ist eigentlich das Schönste, was man sich so vorstellen kann. Jeder von uns hat hier sehr viel erlebt und gelernt und ja, das ist eigentlich. Give me a